Herzlich willkommen bei Madame Lenormand, deiner spirituellen Welt. Ich bin die Michaela und erzähle euch heute, wie gut Steinbockmann und Jungfrau-Frau zusammenpassen. Ja, bei dieser Kombi ist es wieder so, dass die Scheidungsrate extrem niedrig ist. Und woran liegt das? Beide sind sie Erdelemente. Vom Zeichen her sind sie Erdelemente. Also der Steinbockmann sowie auch die Jungfrau-Frau oder Steinbock und Jungfrau gehören dem Element Erde an. Und wie ist das Element Erde? Das Element Erde ist immer sehr sicherheitsstrukturiert, bodenständig, stabil und eher mehr starr und sehr strukturiert. Das hat alles seine Vorteile, ist vielleicht manchmal ein bisschen trocken und ein bisschen staubig und vielleicht auch manchmal ein bisschen zu starr. Also fehlt manchmal so ein bisschen die Flexibilität drin. Auf der anderen Seite bringt es eben halt sehr viel Sicherheit, sehr viel Kontinuität und hat immer etwas sehr Absicherndes. Und so sind eben halt auch diese beiden Naturelle. Nun ist in dieser Verbindung der sehr, sehr große Vorteil, dass der Steinbockmann ist ja vom Typus her so, dass der gerne die Verantwortung übernimmt. Leute, die Verantwortung übernehmen, sind natürlich immer in Führungspositionen zu finden. Das heißt, das sind natürlich auch Menschen, die einfach Ton angeben, die sozusagen bestimmen wollen. Und das kommt der Jungfrau-Frau sehr gelegen, denn die drückt sich immer um Entscheidungen. Die will keine Entscheidungen treffen, die ist auch lieber gerne in der zweiten Reihe und lässt eben halt, überlässt jemand anderen das Zepter. Das heißt, bei diesen beiden würde das auf alle Fälle mal schon ganz gut zueinander passen. Und sie sind, weil sie ja vom Typus her einfach gleichgelagert sind, verstehen die sich auf Anhieb, weil deren Lebensgrundsätze, Lebensprinzipien und Lebenswünsche oder Lebensziele auf alle Fälle sehr auf dem gleichen Nenner sind. Und für die Jungfrau-Frau ist es sehr beruhigend, einen Steinbockmann an ihrer Seite zu haben, denn die Jungfrau ist immer so ein bisschen panisch, immer ein bisschen von Ängsten getrieben und hat auch manchmal so ein bisschen Paranoia. Und so der klar strukturierte Steinbock, der eben halt augenscheinlich das Leben komplett fest im Griff hat, gibt ihr einfach ganz viel Sicherheit. Und der Steinbock liebt es einfach, dass die Jungfrau-Frau ihn sozusagen eben halt bestimmungstechnisch, also das Zepter überlässt und er eben halt sagen kann, wo es entlang geht. Und außerdem schätzt er an der Jungfrau sehr, dass sie wahnsinnig akribisch ist. Also die ist sehr detailtreu, kann ihn wahnsinnig gut zuarbeiten. Also wenn die zum Beispiel gemeinsame Projekte dann auch noch machen würden, also sagen wir mal, er engagiert sich irgendwo in einem Verein ganz doll, dann kann ihn die Jungfrau-Frau so richtig gut zuarbeiten. Arbeiten, weil die das dann alles für ihn bis ins letzte Detail ausarbeiten würde. Also diese zwei wirklich eine gute Kombi. Vielleicht von außen stehend sehr trocken, dass andere Sternzeichen, die ein bisschen wilder, ein bisschen bunter sind, so sagen würden, so, oh mein Gott, was für eine Langeweile. Aber die lieben das. Die finden das gut so. Die würden mit ihrem Gläschen Wein irgendwo charmant sitzen, sich über kulturelle Dinge austauschen, denn für den Steinbock ist es auch sehr wichtig. Der liebt alles, was seine eigene Kultur sozusagen ausmacht, ist sehr Kultur behafteter Mensch, geht gerne in Vorlesungen, beschäftigt sich gerne mit all den Dingen, die diese Gesellschaft eben halt ausmacht und tauscht sich auch sehr gerne darüber aus. Und da findet er auch in der Jungfrau-Frau sozusagen eine entsprechende Partnerin, die ihm dann eben halt zuhört und auch ein Interesse dafür einfach hat. So, und das kann natürlich sein, dass das mal gar nicht gut zueinander passt. Das liegt dann aber eher daran, dass in deren Geburtshoroskopen irgendetwas vielleicht verankert ist, was dem naturell vom Steinbock und von der Jungfrau per se schon zuwiderläuft. Zum Beispiel sagen wir jetzt mal, die Jungfrau-Frau hat ein ganz exorbitant ausgeprägtes Witternaturell, zum Beispiel, weil sie
einen Witter-Aszendenten hat und dann vielleicht auch noch die Mars irgendwo vorne am Aszendenten sitzen hat, dann ist da natürlich sehr viel Feuer mit drin, dann wird die natürlich nicht mehr so angepasst und würde sich auch nicht mehr so viel sagen lassen, sondern würde eben halt selber auch Ton angeben wollen und dann könnte es natürlich sein, dass es hier doch mehr ins Kriseln hineinkommt. Und da sind wir dann auch mitten wirklich in der echten Astrologie. Also ich sag mal, immer wenn es so ist, dass man sich nur über die Sternzeichen unterhält, dann sind wir so bei der Yellow Press Astrologie auch sehr nett, auch sehr spannend, auch sehr unterhaltsam, aber hat natürlich mit der echten Astrologie eben halt weniger zu tun. Das heißt, wenn ich hier über die Grundnaturelle der einzelnen Sternzeichen etwas erzähle, dann geht es eben halt wirklich um das Grundnaturell, um zu verstehen, das Grundprinzip Steinbock. Nicht der Mensch Steinbock, sondern das Grundprinzip Steinbock. Natürlich haben alle Steinböcke schon flächendeckend auch Parallelen zueinander, aber je nachdem, was noch im Geburtshoroskop an starker Stellung hinzukommt, wird das natürlich aufgeweicht, abgeschwächt oder eben halt verstärkt. Und natürlich wird es immer auf unterschiedlichen Ebenen auch ausgelebt, je nachdem, wie das Geburtshoroskop strukturiert ist. Wer dazu mehr wissen möchte, den packe ich hier unten mal ein paar Links zu unserer Webseite. Da findet ihr noch sehr viel mehr Wissenswertes, Spannendes über die Astrologie. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch gefallen. Dann hinterlasst mir doch bitte ein Like und dann wäre ich sehr froh, wenn ihr nicht nur konsumiert, sondern auch abonniert. Ich möchte gerne irgendwie mal 10.000 Abonnenten erreichen. Das wäre schon mal so ein erster Schritt. Da sind wir noch weit von entfernt. Aber damit ich Bock habe, hier weiterzumachen, bitte abonniert mich einfach. Also ich sehe ja in unseren Zahlen, dass wir irgendwie 98% Leute haben, die das hier angucken, aber nicht abonnieren und nur 2% abonnieren. Das ist natürlich irgendwie relativ schade. Also bitte haltet mich bei Laune, indem ihr auch das Abo-Knöpfchen drückt. Da wäre ich euch sehr dankbar. Ja, und dann würden wir uns eben halt auch irgendwo in einem anderen Filmchen wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute.